Nächstes wollen wir gemeinsam beraten, dann aber einzeln abstimmen, die Tagesordnungspunkte 8 und 35, die teilweise Aufhebung der Zweckbindung für das verfügbare Ankaufsbudget der WED und die Offensive für bezahlbaren Wohnraum. Hier haben wir eine Verwaltungsvorlage zum Tagesordnungspunkt 8 und einen federführenden Ausschussbericht. Und wir haben einen einen Antrag der Dissidentenfraktion für Offensive für bezahlbaren Wohnraum. Ich schlage vor, dass wir, weil das der einzige Antrag als solches ist, der da ist, dass wir diesen Antrag zunächst vorstellen und wir dann in die Fraktionsrunde eintreten, die ebenfalls dann von den Dissidenten begonnen wird. Insofern kann man das verbinden. Also beginnen wir direkt mit der Fraktionsrunde, was allerdings zufälligerweise auch die Dissidenten sind. Herr Schmeling, ich darf trotzdem. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Die Vorlage der Verwaltung, der Antrag der Dissidenten und eigentlich auch ein Teil des Beschlusses, den der Stadtrat jetzt gerade getroffen hat, über die Verwendung der 109 Millionen haben unmittelbar was miteinander zu tun. Die Vorlage der Verwaltung, nämlich notwendige Finanzierungsmittel, die die WED benötigt, um auch Vorfinanzierungen realisieren zu können, hat die Verwaltung auf die Idee gebracht, vorhandene Mittel, die da waren, um Grundstücke zu kaufen, in der Größenordnung von 5,9 Millionen umzuwidmen. Dies haben wir auch in den Ausschüssen und in der Ausschussarbeit deutlich kritisiert, weil eigentlich damit die Zukunftsfähigkeit der WED, die Planungen für neue Bauvorhaben, die ohne Grundstücke natürlich nicht funktionieren, ja ein wenig konterkariert werden. Ohne dabei zu verkennen, dass die WED selbstverständlich, und die Begründung steht ja auch sehr ausführlich in dem Antrag, in der Vorlage, ohne zu verkennen, dass es notwendig ist, die WED mit diesen Mitteln auszustatten. Nun haben wir gerade 4,5 Millionen nicht zusätzlich, nicht für den Ankauf von Grundstücken, sondern als Zuschuss an die WED beschlossen. Oder die Mehrheit hat das beschlossen. Das muss doch Konsequenzen haben, auch für die Behandlung dieser Vorlage. In den Ausschüssen habe ich nachgefragt, nachdem dort in der Begründung sehr dramatisch formuliert ist, dass wenn die Mittel nicht an die WED fließen, ab Mitte des Jahres, also wenn man so will, ab sofort, das Eigenkapital so weit aufgebraucht ist, dass man praktisch Projekte nicht mehr voranbringen kann. Ich habe ferner nachgefragt, ob über diese 5,9 Millionen hinaus für die jetzigen Planungen weitere Mittel notwendig sind. Diese Frage ist verneint worden. Wenn ich beide Informationen zusammennehme, stelle ich fest, die 5,9 Millionen, die in dieser Vorlage drin steht, genügen also, um die Projekte der WED auf den Weg zu bringen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, warum ich diese 4,5 Millionen, die gerade beschlossen habe, zusätzlich zur Verfügung stellen muss. Also von daher stelle ich fest, dass eigentlich vor dem Hintergrund des gerade getroffenen Beschlusses der Stadtrat wenig Grund hat, von seiner Entscheidung, der WED Mittel für Grundstücksankäufe zur Verfügung zu stellen und sie damit zukunftsfähig zu machen, was die Projektierung angeht, abweicht. Also von daher kann man vor dem Hintergrund die bestehende Vorlage in Anerkenntnis der Notwendigkeit, die WED mit Geld auszustatten, eigentlich nur ablehnen. Und dann komme ich zum Antrag der Dissidenten. Gerade in dieser Vorlage wird ja begründet, dass immer wieder die WED mit auch Kosten belastet wird, auch teilweise mit Bauverzögerungen. Dann nenne ich nur mal die Johannstadt. Und wenn es um Kosten geht, das ist das Thema Abriss von Garagengrundstücken, die sozusagen dazu führen, dass
Planungen nicht rechtzeitig funktionieren. Und dass sie nicht rechtzeitig funktionieren, zeigt einfach der Umstand, dass die ehrgeizigen Planungen, was die Fertigstellung von Wohnungen angeht, 800 sollten es bis Ende dieses Jahres sein, ja auch durchaus nicht erreicht werden. Vor diesem Hintergrund können wir nur eine Sache sagen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Das zeigen auch gerade wieder die kürzlich veröffentlichten Zahlen über die Entwicklung von Mieten und Mietkosten hier in Dresden. Der Anteil, den die Menschen für Miete ausgeben müssen, besonders bei Geringverdienern, wird immer größer. Vor diesem Hintergrund können wir als Stadtrat aus meiner Sicht nur mutig nach vorne gehen und für eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau dann in der Größenordnung von 12 Millionen der WED liquide Mittel, in dem Fall allerdings als Kreditierung, zu bereitstellen und zur Verfügung stellen, damit sie in keine weitere Planungsstockung kommt. Jeder Tag, der eine Wohnung früher fertig wird, bedeutet auch frühere Refinanzierung, bedeutet, dass früher auch im Grunde genommen Kredite zurückbezahlt werden, Einnahmen generiert werden können und damit eigentlich Schwung in den sozialen Wohnungsbau in Dresden kommt. Deshalb bitte ich, diesem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmählich, und herzlichen Glückwunsch zur punktgenauen Landung bei den 5 Minuten. Wir setzen in der Fraktionsrunde fort. Freie Wähler? Kein Bedarf. CDU-Fraktion? Herr Fleming. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zur Umwidmung, Freimachung der Kollege Schmählich 5,74 Millionen will ich sagen, dass wir dem zustimmen. Das macht Sinn. Das war bisher mit einer Zweckbindung versehen, die ausschließlich für den Immobilienerwerb, also für den Grundstücksankauf, vorgesehen war. Und von den insgesamt bisher dort 18 Millionen platzierten Mitteln sind halt diese 5,7 Millionen im Moment noch zur Verfügung. Und wenn jetzt natürlich im Zuge des Wohnungsbaus, des sozialen Wohnungsbaus, an anderen Stellen im Unternehmen bestimmte Notwendigkeiten entstehen durch Mehrkosten, durch Planungsaufwendungen, durch unvorhergesehene Dinge, dann macht es nur Sinn, das Geld nicht ausschließlich für den Verbrauch für Grundstücke vorzusehen, weil wenn ich die Grundstücke hätte und dann nicht bauen kann, weil mir an anderer Stelle entsprechende Mittel fehlen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Aber es ist aus meiner Sicht zu erwarten, dass kein großer Betrag von den 5,7 Millionen sozusagen für andere Zwecke als den Grundstücksankauf notwendig sind. Und dann macht es, und jetzt komme ich auf den Beschluss, den Kollege Schmählich auch gerade erwähnte, von eben nochmal zu sprechen, dann macht es natürlich auch nur Sinn, dass wenn weitere 4,5 Millionen durch diesen Kompromiss, den wir ja gerade vor der Pause beschlossen haben, weitere 4,5 Millionen in die WED wandern, dann macht es natürlich nur Sinn, dass man auch diese nicht ausschließlich auf den Erwerb von Grundstücken beschränkt, sondern diese Flexibilität, die wir jetzt mit dem anderen Beschluss schaffen, auch auf diesen Betrag anwenden. Und dann sind das immerhin mehr als 10 Millionen Euro, die der WED erstmal zur Verfügung stehen. Und jetzt komme ich auf den Antrag der Dissidenten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus CDU-Sicht nicht notwendig, weitere 12 Millionen nun noch oben drauf zu legen. Auch wenn das sozusagen als Darlehen passieren sollte, dann lässt sich doch leicht erahnen, dass nach Ablauf der entsprechenden Frist, ich glaube, da war von 2031 die Rede im Antrag, dass das Geld nicht zurück an die Stadt fließen wird. So, für 10 Millionen Euro kann man erstmal sehr, sehr viele Grundstücke kaufen, auch bei den heutig sehr hohen Grundstückskosten. Aber die 10 Millionen, die muss man erstmal verbrauchen, was Grundstücke betrifft und eventuell praktisch die anderen Nebenkosten, die dafür noch notwendig sind. Wir werden also diesem Antrag der Dissidenten ablehnen. Ich möchte aber doch noch auf einen Punkt kommen, weil ich das doch sehr abstrus finde in der Begründung des Antrags der Dissidenten.
Ich hatte jetzt, weil dort sozusagen die Beziehung hergestellt wird, dass der Stadtrat entsprechende gleiche Höhe an Mitteln für das neue Affenhaus im Zoo, für die Zoo GmbH zur Verfügung gestellt hat und man das jetzt sozusagen in gleicher Weise auch für die besonderen Bedarfsgruppen des sozialen Wohnungsbaus haben will. Ich habe ja fast den Vorwurf erwartet, dass uns die Affen wichtiger sind als die bedürftigen Gruppen. Da dachte ich, das muss eigentlich jetzt kommen, insbesondere für die auf der bürgerlichen Seite. Aber ich finde einfach die Inbezugsetzung, egal in welcher Hinsicht, dieser vollkommen unterschiedlichen Sachverhalte als sehr bedenklich, muss ich sagen. Ich will sagen, ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr geschmacklos. Die Affen mit den besonderen Bedarfsgruppen zu vergleichen. Also das geht mir ehrlich gesagt, allein das wäre ein Grund, diesen Antrag abzulehnen. Aber die sachlichen Gründe habe ich gerade erläutert. Vielen Dank, Herr Fleming, Bündnis 90 Grüne. Herr Löser, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leute im Stream, von der linksbürgerlichen Seite jetzt ganz kurz zu diesen beiden Vorlagen und dem Antrag. Also zunächst zur teilweisen Aufhebung der Zweckbindung für das verfügbare Ankaufsbudget der WED, so heißt die Vorlage. Es geht darum, 5,7 Millionen der WED hier zu geben. Wozu braucht die WED das Geld? Das steht auch in der Antragsbegründung. Es geht um Planungsleistung für neue Bauvorhaben. Diese müssen vorfinanziert werden und das muss die WED eben in Leistungsphase 3 und 4 jetzt tun. Es geht darum, dass dieses bisher zweckgebundene Geld, das wurde gerade ausgeführt, an die WED als eine Art Liquiditätsreserve zu geben ist. Und ich will auch noch mal sagen, es wurde ja stark kritisiert, auch in den Ausschüssen. Herr Jeckel bittet uns als Geschäftsführer der WED ausdrücklich darum, dieser Vorlage zuzustimmen. Und da will ich schon mal sagen, wir haben als Stadtrat hier auch in gewisser Weise Schaden verursacht für die WED, zum Beispiel in Johannstadt bei der missglückten Planung des Hochhauses. Und jetzt wird diese Vorlage von Teilen des Rates stark kritisiert. Und dann sage ich mal, unsere Aufgabe ist schon, die Verwaltung zu beobachten und sie auch zu kritisieren. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die Arbeit der Verwaltung zu machen. Wir kontrollieren sie, aber diese Menschen wissen, und sie haben die Vorlage auch geschrieben, glaube ich, ganz gut, was sie tun und was für die WED auch notwendig ist. Wir werden diese Vorlage natürlich unterstützen. Nun zum Antrag der Dissidenten. Er lautet Offensive für bezahlbaren Wohnraum. Es geht um ein Darlehen in Höhe von 12 Millionen Euro. Da mal schnell geschaut, übersetzt. Darlehen, schuldrechtlicher Vertrag, bei dem ein Kreditgeber, ein Kreditnehmer Geld oder Eigentum überträgt, welches dann zurückzuzahlen ist. Es kommt von Leihen, vom altdeutschen Wort Lehen. Es wird ein Lehen, ein Leih gegeben und dieses ist zurückzuzahlen. Da kann man ja sagen, ist eine tolle Idee, aber der Teufel steckt dann eben doch im Detail. Und nach Rücksprache mit Herrn Jeckel will ich auch hier kurz sagen, was aus seiner Sicht und auch aus Sicht der Landesdirektion eben genau das Problem ist. Diese Rückerstattung des Darlehens kann eben auch kurzfristig gefordert werden. Und die WED kann genau das in Bedrängnis bringen, wenn sie bereits Projekte am Laufen hat. Und bereits zur Gründung der WED wurde genau das ja abgeprüft, auch mit der Landesdirektion. Und dieser hat damals, und das wurde auch dem Stadtrat bekannt gegeben, explizit davor gewarnt. Das heißt, wenn wir dies tun, würde die Landesdirektion dort auch eingreifen müssen. Und die Stadt hat das in der zweiten Stellungnahme ausgereicht über den Wohnbeirat auch nochmals formuliert. Das zweite Problem, auf das hingewiesen wurde, ist, dass die WED baut ja auch sozusagen mit Krediten bei Banken und diese sind sehr aufmerksame Marktbeobachter. Und wenn die bemerken, dass die WED in, sagen wir mal, eine Liquiditätsschieflage gerät, dann stellen die auch ihre eigenen Kredite mal ganz schnell in Frage. Und dann haben wir nicht nur ein Problem, sondern zwei Probleme. Insofern funktioniert es so leider nicht. Ich will es nochmal zusammenfassen. Kollege Fleming hat schon darauf hingewiesen, wenn wir die 4,5 Millionen nehmen, die in den Haushalt eingelegt werden heute mit dem Beschluss, plus die 5,7 sind das 10,2 Millionen. Das ist genau aus unserer Sicht die Offensive für bezahlbaren Wohnraum. Dem kann man zustimmen und dann tut man der WED auf alle Fälle etwas Gutes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Löser. Nächste Fraktion ist die AfD. Herr Gielke, bitte.
Sehr geehrter Erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Die WID ist ein Unternehmen und handelt auch als Unternehmen. Allerdings ist es ein städtisches Unternehmen, demzufolge lebt es von Steuergeldern, also von den Geldern von Ihnen, liebe Dresdner. Es gibt Planungen für den Ankauf von Grundstücken. Das wird kalkuliert, das macht man als Unternehmen so. Es gibt Planungen für den Bau für Häuser, auch das macht man so. Und jetzt haben wir eine kleine Situation, dass Geld in dem einen Topf fehlt. Und man will einfach in den einen anderen Topf reingreifen, in den Ankauftopf, um in den Bautopf wieder was hineinzutun. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Gab es da eine Fehlplanung? Gab es unternehmerisches Versagen? Wäre das einem Profi auch passiert? Wer weiß das? Die WID wurde schon immer kritisch von der AfD-Fraktion betrachtet und diese Vorlage sagt eigentlich aus, dass wir damit bisher immer recht hatten. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat mal angeregt, dass man statt den sozialen Wohnungsbau betreiben sollte, lieber Wohngeld ausgeben soll. Wo ist da der konkrete Unterschied? Der Unterschied liegt darin, eine soziale Wohnung wird gebaut, derjenige, der dort einzieht, hat eine Berechtigung dazu. Wenn er nach einem halben Jahr durch eine neue Arbeitssituation im Grunde genommen sich eine andere Wohnung leisten könnte, kann ihn niemand zwingen auszuziehen. Das bedeutet, er bleibt weiterhin in einer geförderten Wohnung. Wenn er Wohngeld erhält, muss er jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Wenn seine Situation sich verändert hat, wird entweder das Wohngeld reduziert oder komplett abgeschalten. Das bedeutet, das Geld wird direkt und spezifisch verwendet. Nehmen wir mal ein Beispiel, und zwar eine WID-Immobilie, die Lugarstraße 3, hat 25 Wohneinheiten und hat ca. 4 Millionen Euro gekostet. Das macht je Wohneinheit 160.000 Euro. Das sind 160.000 Euro für eine Wohnung, für eine Familie. Wenn man diese jetzt umsetzen würde auf Wohngeld im Satz des ALG II-Mietzuschusses, dann wären das 26 Jahre Wohngeld. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn man vom sozialen Wohnungsbau redet, ist es sozial, wenn eine Familie 26 Jahre gefördert wird? Nun, diese Frage, liebe Dresdner, müssen Sie für sich beantworten. Alles bleibt uns nicht anders übrig. Vielen Dank. Ist Fraktion Die Linke? Herr Wirz, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke hat ja heute schon im Prinzip im Rahmen der berühmten 109 Millionen sich dafür eingesetzt und das auch erfolgreich mit ihrer Zustimmung durchgesetzt, dass die WID Dresden 4,5 Millionen an Kapitalerhöhung bekommt. Wir werden auch der Vorlage der Aufhebung der Zweckbindung eines Teilbudgets für den Grundstücksankauf zustimmen. Damit ist die WID für die nächste Zeit mit 10 Millionen Euro gut ausfinanziert und kann ihre Aufgaben wahrnehmen. Wie ist das Konzept der WID? Sozialismus ist selber arbeiten, Kapitalismus ist andere für sich arbeiten lassen, Talent ist Geld für sich arbeiten lassen und Schulden für sich arbeiten lassen ist Genie. Die Steigerung ist die WID, das ist die Illusion dieses Stadtrates gewesen, dass man mit öffentlichen Förderungen plus Schulden plus Grundstücken ohne einen Euro eigenes Geld vielleicht ein Immobilienvermögen schaffen kann. Das ist gut gedacht, funktioniert nicht ganz so. Wir müssen mit Planungskosten in Vorleistung gehen. Wir bekommen die Fördermittel des Freistaates Sachsens erst nach der Schlussrechnung. Wir müssen im Prinzip uns auch am Grundstücksmarkt umsehen, um Grundstücke zu bekommen. Jetzt wissen wir zurzeit, am Grundstücksmarkt ist es so, er ist in Dresden überhitzt. Es ist vielleicht im Zweck des sozialen Wohnungsbaus nicht ratsam, derzeit Mondpreise mitzubieten und damit auch die entsprechenden Wohnungen kalkulatorisch zu belasten.
Insofern denke ich, dass es gerechtfertigt ist, hier auch der WED die Freiheit zu geben, die sie braucht, um eben ihre Aufgaben erfüllen zu können, um die Projekte entwickeln zu können. Die WED hat sich zum Beispiel an der Ulmstraße und in Nickern bisher mit relativ kleinen Projekten abgegeben, hat erste Erfahrungen gesammelt. Wir sind natürlich in die Corona-Pandemie hineingekommen. Es gibt teilweise Verzögerungen aus Materialmangel, es gibt Baukostensteigerungen, das Übliche. Ist alles wunderbar abgefangen worden. Wir werden jetzt demnächst ein größeres Rad drehen. Im Sommer, dazu ist auch das Geld jetzt notwendig, werden wir in der WED beginnen, das Käthe-Kollwitz-Ufer zu entwickeln. Das sind jetzt nicht mehr 12 oder 20 oder 30 Wohnungen an einem Standort, das sind 130 Wohnungen, auch mit dem entsprechend dann mit den Baukosten, mit den Planungskosten, die da in Vorleistung gezahlt werden müssen. Insofern nimmt der soziale Wohnungsbau von sich aus Fahrt auf, aus der WED heraus, die das ganz hervorragend macht. Dem Antrag der Dissidenten werden wir nicht zustimmen. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, der WED noch mehr Verbindlichkeiten in die Bilanz zu drücken, weil die WED hat mit ihrem Finanzierungsmodell, eben mit der Ein-Drittel-Förderung des Freistaates Sachsen für den sozialen Wohnungsbau, eine gute Eigenkapitalbasis, die sie dann mit 2/3 über den Daumen gepeilt am Kapitalmarkt beleihen kann. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, mehr Kredite brauchen wir nicht. Wir kriegen derzeit die Kredite, die wir brauchen in der WED. Insofern ist dieser Antrag der Dissidenten verfehlt und er ist ja auch nicht aus einer gesunden und vernünftigen, rationalen, wirtschaftlichen Überlegungen entstanden, sondern, wie man sich das dort vorstellt, bei den Dissidenten aus einer Bierlaune heraus, wo man eben das Affenhaus mit dem sozialen Wohnungsbau verglichen hat und gesagt hat, 12 Millionen da und 12 Millionen dort. Vorteil ist noch, ein Kredit kostet die Stadt erstmal nichts, das Geld ist ja nicht weg, es ist nur im Prinzip erstmal gebunden, man kriegt es wieder zurück. Aber das steht bei der WED dann auch in Frage, wenn im Prinzip erstmal andere externe Schulden beglichen werden müssen. Insofern bitte ich darum, dass in Zukunft keine Witze mit der WED gemacht werden, dass man sich solche Dinge im Prinzip solcher Dinge enthält, sondern die WED auf dem Weg im Prinzip zum sozialen Wohnungsbau und zum kommunalen Wohnungsbau in einer vernünftigen Art und Weise begleitet. Das sind mir auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort schuldig, denke ich. Insofern heute Abend mit der Vorlage, mit dem Finanzierungsansatz auch der Linken aus der 100 Millionen Euro aus dem Budget, ist die WED auf einem guten Weg, ist solide ausfinanziert. Und noch ein Hinweis an die AfD, eins ihrer Fraktionsmitglieder, die sitzt auch im Aufsichtsrat und so sind sie bestens informiert und brauchen sich eigentlich nicht zu beschweren, dass dort irgendwas schiefläuft. Ist alles in bester Ordnung. Insofern denke ich auch, dass im Prinzip Ihre Rede hier auch ein bisschen weit verfehlt war. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bitte um Zustimmung zur Vorlage, damit wir im Prinzip weiter Sozialwohnungen in Dresden bauen können. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Herr Dreves, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der Stadtrat beschließt heute insgesamt 10,2 Millionen Euro für die Wohnen in Dresden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt für bezahlbares Wohnen hier in der Stadt. Aber ich glaube, wenn wir uns ehrlich machen und die Verhältnisse anschauen, dann ist eigentlich das Geld gar nicht unser Hauptproblem beim sozialen Wohnungsbau in der Stadt, sondern das Hauptproblem ist tatsächlich der Mangel an Grundstücken, den diese Gesellschaft zur Verfügung hat. Und ich glaube, deswegen sollten wir auch uns heute nicht zufrieden geben mit den eingelegten Millionen, sondern weiter an diesem Thema arbeiten. Da würde ich mir dann doch schon vorstellen, dass wir hier mal über unser Liegenschaftsmanagement in dieser Stadt reden. Ich habe von dem Thema revolvierender Grundstücksfonds seit dem Haushaltsbeschluss ehrlich gesagt auch nicht mehr so sonderlich viel gehört. Da würde ich mir aber auch wünschen, dass sich die Verwaltungsabläufe in dieser Stadt mal ein bisschen verbessern und verschnellern, wenn das momentane Gerücht ist, dass das nächste Grundstückseinlagepaket in die WED erst Ende 2022 zum Beschluss im Stadtrat kommen soll, dann ist es deutlich zu spät und dann hemmt das die Entwicklung und die Bautätigkeit dieser Gesellschaft.
Und wir brauchen auch endlich mal eine ehrliche Bestandsaufnahme von den noch zur Verfügung stehenden Grundstücken. Es kann nicht sein, dass ehrenamtliche Stadträte in ihrer Freizeit mal ein bisschen über den Themenstadtplan recherchieren und rumgucken und dabei dann noch ein Grundstück finden, was im Schulverwaltungsamt liegt, was bisher irgendwie für die Übertragung in die WED gar nicht geprüft wurde, obwohl es so für Schulbau nicht mehr gebraucht wird und 1a für den Wohnungsbau zur Verfügung, für den Wohnungsbau nutzbar wäre. Das sind Abläufe, das sind Verfahrensweisen, wo wir besser werden müssen und wo wir noch viel für die WED tun könnten. Ich glaube, die Notwendigkeit für die Beschlüsse und für die Einlage dieser Gelder heute haben wir als Stadtrat auch selber mit zu verantworten. Der Kollege Löser hat darauf in seiner Rede auch schon Bezug genommen. Ich meine, den größten Witz mit der WED, den wir gemacht haben in dieser Stadt, den hat die Linke zu verantworten mit den Umplanungen für die Johannstadt. Da sind so viele Planungskosten, Neuplanungskosten entstanden, die aus Eigenmitteln finanziert werden müssen, dass unter anderem jetzt diese Beschlüsse notwendig werden. Aber dort sind zum Beispiel dann am Ende auch Planungen bei rausgekommen, wo wir uns zwei Baumreihen leisten, die uns am Ende 80 Wohnungen kosten, die wir eben nicht bauen. Da, glaube ich, müssen wir uns als Rat auch ein bisschen an die Nase fassen, ob wir da tatsächlich immer die richtigen Entscheidungen treffen und immer im Sinne von bezahlbarem Wohnraum entscheiden. Zu den Beispielen, die sich da einreihen lassen, kann man auch noch die Entscheidungen zu den Garagengrundstücken nennen oder insgesamt eben die Einlage von sehr schwierigen oder teilweise mit Altlasten belasteten Grundstücken, die natürlich eine Herausforderung für diese Gesellschaft sind und die sie aus Eigenmitteln tragen muss. Und diese Eigenmittel müssen wir ihr zur Verfügung stellen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal dafür plädieren, dass lassen Sie uns tatsächlich diese Gesellschaft fördern, statt sie zu überfordern mit zusätzlichen Planungsaufgaben oder zusätzlichen Anforderungen. Aktuell hat die Wohnen in Dresden 464 Wohnungen, weitere 646 sind gerade in Planung bzw. in Bau. Ich glaube, diese Zahlen zeigen, dass die Gesellschaft arbeitet, dass sie funktioniert, aber das darf auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, was den sozialen Wohnungsbau in Dresden angeht. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auch über diese guten Entscheidungen heute hinaus weiter an dem Thema dranbleiben, uns ehrlich machen und sagen, wir brauchen eigentlich zukünftig einen städtischen Zuschuss, einen jährlichen städtischen Zuschuss über den Haushalt für die Wohnen in Dresden. Und wir müssen mehr Energie darauf verwenden, tatsächlich nutzbare Grundstücke für den Wohnungsbau zu kaufen und die dann auch konsequent mit den städtischen, die wir noch haben, tatsächlich an die Gesellschaft zu übertragen. Dann kriegen wir tatsächlich einen Boost für den sozialen Wohnungsbau in Dresden hin und dann können wir sagen, wir machen hier eine gute Arbeit für bezahlbare Mieten in dieser Stadt. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde, die FDP-Fraktion, Herr Blödner, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Aufhebung der Zweckbindung Ankaufsbudget der WED. Worum geht es? Die Stadt legt die Grundstücke ein oder Budget zum Erwerb der Grundstücke in die WED. Der Bau wird dann kreditfinanziert und ein Teil der Kosten wird hinterher durch Fördermittel des Landes erstattet. Dadurch sind die geringeren Mietkosten für die Sozialwohnungen gewährleistet. Das Geld des Landes erhält die WED allerdings erst nach der Errichtung. Entsprechend entsteht dort ein Zwischenfinanzierungsproblem seitens der WED, bis die Gebäude fertiggestellt sind. Die Lösung dafür besteht in der Nutzung des Budgets, welches eigentlich für Grundstücke vorgesehen ist. Später fließt es dann wieder zurück mit Abschluss der Bauprojekte und Zahlung der Fördermittel durch den Freistaat. Soweit ist das alles für okay und verständlich und der Antrag findet entsprechend unsere Zustimmung als FDP-Fraktion. Allerdings zeigt es auch deutlich das grundlegende Problem der WED. Die Gesamtsumme für die Zwischenfinanzierung erscheint dann doch recht hoch. Das Konzept ist auf Kante genäht und wenn immer mal ein paar Dinge draufgesattelt werden, beispielsweise die Kostenübernahme bei dem Garagenabriss oder mal Planungsfehler entstehen, dann wird es schnell eng für die WED. Da müssen wir auch genau darauf achten, dass die Effizienz gesichert ist und die WED bei ihren Kostenstrukturen nicht in einer eigenen Welt landet, wo dann doch alles etwas länger dauert, alles etwas teurer wird und immer etwas mehr Personal nötig ist als bei vergleichbaren privaten Anbietern. Denn dann ist es kein Vorgriff mehr auf künftige Fördermittel, sondern eine dauerhafte Querfinanzierung, die mit uns als FDP dann nicht mehr zu machen ist. Dann noch kurz zum Antrag der Dissidenten. Aktuell steht mehr als genug Budget für Grundstücke zur Verfügung, was aufgrund fehlender passender Grundstücke nicht ausgegeben wird.
Wobei da auch nach den Antworten der WED es keinen wirklichen Unterschied macht, ob das Geld jetzt bei der WED geparkt wird oder bei der Stadt. In Summe mit dem heutigen Haushaltsbeschluss und auch mit dem Doppelhaushalt stehen ja bereits neben dem jetzigen Umwidmung über 10 Millionen aktuell zur Verfügung. Und das jetzt umgewidmete Geld fließt auch wieder in die Grundstücke zurück. Das heißt, dort mangelt es gerade nicht am Budget für Grundstücke. Und es gibt darüber hinaus gar nicht den Bedarf seitens der WED. Die Kapazitäten der WED reichen auch nicht aus, um das dann umzusetzen und zu bebauen, weil wir selbst das bestehende Geld schon nicht nutzen. Der Antrag macht genau das von den Dissidenten, wovor wir warnen, die WED zu überfordern. Und ein Darlehen an die WED zu geben, wofür die WED Zinsen zahlen soll, es aber weder benötigt noch haben möchte, ist dann doch reichlich absurd. Entsprechend lehnen wir diesen Antrag ab. Lassen Sie uns den Antrag zur Zweckumwidmung gemäß federführenden Ausschussvotum zustimmen und dies gleichzeitig aber als Warnung nehmen, dass das Geschäftsmodell kein Selbstläufer ist und durchaus erhebliche Risiken bestehen, auf die wir kontinuierlich weiter achten müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt eine Wortmeldung von Frau Dr. Schöps. Bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, als ich mir den Antrag der Dissidenten angeschaut habe, also ich rede jetzt zu diesem Antrag, war ich mir nicht so ganz klar. Ist es jetzt ein untauglicher Versuch aus der Satireabteilung? Wir wissen ja so Richtung Satire, ne? Das ist ja so die richtige Richtung der Dissidenten. Oder ist er besonders hinterhältig? 12 Millionen Euro sollen im Rahmen eines Gesellschafterdarlehens an die WED ausgereicht werden. Unter Top 8 sollen wir heute auch beschließen, dass die Zweckbindung der Mittel gerade eben auch für den Grundstücksankauf teilweise aufgehoben werden soll. Na, was wollen Sie denn jetzt? Aufheben, Geld wieder für Grundstücke einstellen oder so? Also so richtig klar ist das uns nicht. Für uns ist bekanntlich das Projekt WED als solches schon eine falsche Weichenstellung. Kein Grund zum Lachen, aber eben ein Fehler. Weder in Dresden, wir haben eine stagnierende Einwohnerzahl, noch sonst irgendwo in ganz Sachsen haben wir einen angespannten Wohnungsmarkt. Das ist so. Das ist vor allem ein ideologisches gemachtes Problem, wo eben behauptet wird, die Wohnungen sind knapp und wird immer teurer und sie sitzen alle auf der Straße und so weiter. Sie kennen ja diese Argumentation. Und stellen Sie sich mal vor, für den ländlichen Raum wird in Sachsen allerdings jetzt sogar der Abriss gefördert. Ja, der Abriss von Wohnungen. Wohnen ist vor allen Dingen deshalb so teuer, weil Bauen so sehr teuer geworden ist. Wer immer mehr nach durchregulierten, kostentreibenden Vorgaben für den Wohnungsbau schreit, macht sich mit der gleichzeitigen Forderung nach niedrigen Mieten nämlich ziemlich unglaubwürdig. Diesem Problem ist auch die WED ausgesetzt. Selbst von der linken Seite des Saales herbeigesehene Mietpreisbremsen, vielleicht in Dresden, vielleicht auch in Leipzig, wird diesen Widerspruch nicht ausräumen können. Jeder Grundstückskauf der WED greift in den Markt ein, und zwar so, indem er ein Grundstück dem Markt entzieht, auf dem zum Beispiel eine Familie oder mehrere Familien den Wunsch nach Wohneigentum hätte verwirklichen können. Derzeit gibt es, und wenn Sie vielleicht mal danach gesucht haben, wissen Sie das auch alle, keine einigermaßen bezahlbare Grundstücke für solche Projekte in Dresden mehr zu haben. Die AfD verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Für die Fälle, in denen das Geld für die Miete nicht ausreicht, und mein Kollege hat es ja schon ausgeführt, wollen wir eine Subjektförderung über Wohngeld. Fehlbelegungen, Zwang zu Umzug aus dem gewohnten Umfeld, wenn eben die Miete zu teuer ist, wird damit verhindert und letztlich am Ende auch die soziale Segregation reduziert und vielleicht auch die Ghettobildung. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, um die Wohnsituation zu verbessern. Beispielsweise, ich habe es ja schon angesprochen, die Erhöhung der Eigentumsquote. Und vor allem, und das betrifft uns Dresdner eher mittelbar, die Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum. Denn es kann nicht unser Ziel sein, auch nicht als Landeshauptstadt Dresden, dafür zu sorgen, dass am Ende alle Sachsen irgendwo auf engem Raum in den großen Städten leben. Das funktioniert nicht und das wollen wir nicht und das ist nicht im Sinne unseres Landes. Wir müssen nämlich auch mal ein bisschen über die Stadtgrenze hinausschauen. Doch zurück zum Antrag. Die Finanzierung über ein Gesellschafterdarlehen, und es ist ja schon vielfach angesprochen worden, funktioniert einfach so nicht. Hätten Sie vielleicht mal ins Gesetz geschaut, Sie wissen ja vielleicht, ja, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, hätten Sie vielleicht den Paragraphen 488 BGB gefunden. Da steht nämlich drin, ich zitiere: Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen.
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen. Nehmen wir mal im allergünstigsten Fall an, die WED kann die Zinsen zahlen. Wie soll aber die WED für hohe Kosten Grundstücke kaufen, teuer bebauen, besonders günstig, möglicherweise unter Marktpreis, vermieten und dabei noch so viel Einnahmen erzielen, dass sie auch langfristig 12 Millionen an die Stadt Dresden zurückzahlen kann? Das glauben Sie doch nicht im Ernst, dass das funktionieren wird. Der federführende Finanzausschuss erteilt deshalb dem Antrag der Dissidenten eine Abfuhr. Nur 2 haben dafür gestimmt, 8 waren dagegen, der Rest hat sich enthalten. Deshalb werden wir zu diesem Antrag dem Bericht des Finanzausschusses zustimmen und den Antrag damit ablehnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadtratskolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, dass Wohnungspolitik und Wohnungsbau doch zu komplex ist, um allgemein in diesem Stadtrat ein Verständnis zu generieren für das, worum es eigentlich geht. Und deshalb sind diese Wortbeiträge, die ich jetzt gehört habe, von irrsinnig vielen Widersprüchlichkeiten geprägt worden. Punkt Nummer 1. Wenn es denn stimmt, hat Herr Blödner auch so herausgestellt und indirekt Herr Wirtz auch, wenn es denn so ist, dass das Problem der WED darin besteht, dass man viele Dinge vorfinanzieren muss, die erst dann bei der Schlussrechnung fällig werden, dann ist es die logische Konsequenz, dass ich nicht Eigenkapital in diese Vorfinanzierung packe, sondern es eine klassische Vorfinanzierung, was bei Bauherren eine Zwischenfinanzierung ist, hineinstecke und genau im Grunde genommen nicht Geld, was ich für Grundstücke zur Verfügung gestellt bekommen habe, dann dazu benutze, diese Vorfinanzierung zu machen. Würde kein normaler privater Bauherr tun, aber dieser Stadtrat verknüpft an die WED die Erwartung, sich genau so unvernünftig zu verhalten. Und aus genau dem Gründen ist der Ansatz des Antrages der Dissidenten, nämlich eine Kreditlinie, wenn man so will, nicht zwangsweise ihnen zu geben, sondern zur Verfügung zu stellen, um genau das zu leisten, der richtige Ansatz. Herr Flemming tut so, als ob die WED jetzt ausgestattet wird mit Geld. Auch da hilft das Lesen von Vorlagen. Entschuldigung, die Umwidmung dieser 5,7 Millionen ist ja Geld, was aktuell und akut zur Sicherung der Liquidität der WED benötigt wird. Da ist nichts mehr übrig. Und dann kann man natürlich sich auf den Standpunkt stellen, wie es Herr Wirtz getan hat, und sagen, und um da ganz sicher zu sein, wollen wir das nochmal jetzt um diese 4,5 Millionen, die besprochen wurden, aufstocken. Kann man so machen. Aber Sie dürfen eine Sache nicht verkennen. Hier wird so getan, als ob der WED mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. Faktisch wird Ihnen aber, nämlich die Mittel für den Ankauf von Grundstücken in der Höhe von 5,7 Millionen entzogen. Also das heißt, es ist eine Verschlechterung der finanziellen Situation der WED, weil es eben nicht so stimmt, dass man jetzt kumulieren kann, die 5,7 plus die 4,5 und dann sagen kann, ah, den steht ja jetzt mehr als 10,5 zur Verfügung. Die 5,7 sind fast faktisch ausgegeben und es ist definitiv so, dass davon kein müder Euro mehr in den Grundstücksankauf oder vielleicht auch die Ausübung von Vorkaufsrechten in Anspruch genommen wird. Sodass man natürlich, und das ist bei einigen natürlich durchgekommen, aus ideologischen Gründen genau das so ablehnen kann, auch den Vorschlag, den die Dissidenten gemacht haben. Faktisch aber würde es das Problem der WED lösen. Und ich möchte 2 Dingen widersprechen. Thomas Löser, es ist immer schlecht, wenn man sich hier hinstellt und sagt, aber Herr Jeckel hat gesagt, das kann man nicht beweisen. Das sagt man dann jetzt so, um auf eine Entscheidung Einfluss zu nehmen. Oder auch sagt, in den
Bestimmungen der Landesdirektion ist dies ausgeschlossen worden. Dies habe ich alles in den Ausschüssen erfragt. Und das ist dann bestätigt worden, dass es nicht ganz so ist, zumindest was die Landesdirektion angeht. Also der hier vorgeschlagene Weg ist einer, den man gehen kann, wenn man will, dass einerseits mehr Grundstücke zur Verfügung stehen und andererseits die WED genug Rückenfreiheit hat, um praktisch ihre Bauprojekte zu finanzieren, ihre Bauprojekte auch in Time durchzubekommen, weil das ist der entscheidende Punkt. Jedes Bauprojekt, das pünktlich fertig wird, hat auch im Grunde genommen Einnahmen, die durch Mieten generiert werden. Deshalb kann man natürlich aus ideologischen Gründen oder aus anderen Gründen den Antrag ablehnen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sinnvoll wäre, wenn man hier wirklich eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau erreichen will. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Wirz. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, ich habe nur zwei Bemerkungen eigentlich. Das eine ist, dass wir diese Zweckbindung aufheben für das Grundstücksankaufsbudget. Heißt ja nicht, dass dafür keine Grundstücke gekauft werden können. Und wir als Linke sind die allerletzten, Herr Schmählich. Wenn Sie uns mit einem Grundstück kommen, wenn Sie uns mit einem Ankauf von Sozialwohnungen kommen und sagen, dafür brauchen wir Geld, die sich dem verweigern werden, aber bloß der WED einen Kredit zu geben über 12 Millionen und sagen, macht mal, das wird nicht helfen. Das schafft keine Grundstücke. Und der Jäckel hat es ja gesagt, es gibt zurzeit keine Grundstücke am Markt, die mit vertretbarem Preis kaufbar wären. Insofern ist es vernünftig, eben hier auch nicht mitzubieten und nicht den Markt selber weiter anzuheizen für den mehrgeschossigen Wohnungsbau verfügbaren Grundstücken. Insofern verstehe ich Sie nicht, was Sie da im Prinzip mit diesem Geld wollen, außer im Prinzip Ihr eigenes Image aufpolieren und diesen Witz mit dem Affenhaus machen. Das nächste, Herr Drews. Ich bin gerade bei Herrn Drews. Sie wagen sich ja sehr weit vor. Versuchen Sie uns hier als Linke nicht mit dem Hochhaus in der Johannstadt anzuschmieren. Erstens mal, mehrheitsmäßig ist es daran gescheitert, dass Ihre Böselbande für eine andere Mehrheit im Stadtrat gesorgt hat, bei der SPD. Das muss man mal ganz klarstellen. Das Zweite ist, es war vollkommen Wurst, wie die Linke abgestimmt hat, weil die Mehrheiten standen so, wie sie waren. Und dabei war aber diese Abstimmung, das Hochhaus abzulehnen, sogar sachlich richtig. Weil selbst mit der Mehrheit hätten sie es nämlich nicht bauen können, weil die Nachbarn, die Genossenschaft, die war dort strikt dagegen. Es hat eine Bürgerinitiative gegeben, die dort gewaltig Wind gemacht hat. Und die hatten nicht nur im Prinzip die Kraft ihrer weichen, wenn man sagt, Meinungsäußerungen in der Zeitung. Die haben in der Genossenschaft eine Genossenschaftsversammlung, die im Zweifelsfall, wenn auf dem Nachbargrundstück irgendwelcher Blödsinn passiert, ihrer Geschäftsführung gewaltig ein Feuer unterm Hintern macht und sagt, lehnt das mal ab. Das Hochhaus stand nämlich so an der Grundstücksgrenze, dass die Abstandsflächen hätten übernommen werden müssen. Und das hätte die Genossenschaft unter dem Fall dort nie und nimmer gemacht. Sie hätten dort nie und nimmer dafür eine Baugenehmigung bekommen für dieses Hochhaus. Und das hat auch der Wettbewerb damals schon vorhergenommen, weil der nämlich zwei Varianten gestellt hat. Natürlich von der Anzahl der Wohnungen her hat er gesagt, das Hochhaus wäre besser. Aber genehmigungstechnisch ist natürlich ein Flachbau besser, wo man diese Abstandsflächenproblematik nicht hat und die Nachbarn nicht reizt. Und das ist passiert. Und warum ist das passiert? Diese Hochhauscluster der DDR, 17 Geschosse, sind so komponiert, dass sie diagonal versetzt angeordnet werden. Das heißt, ich kann aus jedem Hochhaus rausgucken und gucke dem Nachbarn nicht mit über 40 Meter Entfernung ins Fenster, sondern habe eben die Aussicht in alle Himmelsrichtungen dort in dem Gebäude. Schaue immer an dem Nachbarhochhaus vorbei. Und das ist dort eben dummerweise durchbrochen worden. Es ist eben dort versucht worden, 40, 50 Meter vor der Nachbarfassade eines Hochhauses ein zweites Hochhaus zu bauen. Und es ist natürlich verständlich, dass die Leute das nicht wollen, weil das natürlich ihre Wohnsituation beträchtlich verschlechtert. Insofern ist das eine sachlich völlig gerechtfertigte Entscheidung gewesen. Und ich weiß bis heute nicht, wer sich bei der WED unter diesen Umständen in dieses Hochhausprojekt verliebt hatte. Noch ein sachlicher Gesichtspunkt, den wir damals noch nicht wussten, aber den wir jetzt wissen. Im Hochhauskonzept wird drinstehen, dass Hochhauscluster in der Johannstadt nicht verdichtet werden sollen. Auch das ist ein Punkt gewesen, der uns dazu gebracht hat, im Prinzip hier uns auch in dieser Entscheidung bestätigt zu sehen. Also hören Sie auf, hier im Prinzip Gerüchte zu streuen, sondern erkennen Sie auch mal an, dass Sie sich geirrt haben und nicht, dass irgendwelche Leute hier irgendwas gemacht hätten, was Ihnen gerade irgendwie passt, um hier irgendwann vorzuführen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wir haben die Rednerliste damit abgearbeitet und können in das Abstimmungsverfahren eintreten.
zunächst den Tagesordnungspunkt 8 und dann den Tagesordnungspunkt 35. Ich rufe zur Abstimmung im Tagesordnungspunkt 8 den Bericht des federführenden Ausschusses und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 51 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und 15 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Wir kommen damit zur Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 35. Hier gibt es einen ablehnenden federführenden Ausschussbericht. Wenn Sie also dem Bericht des federführenden Ausschusses zustimmen, lehnen Sie den Antrag ab. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Bericht hat mit 45 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen. Das heißt, der ursprüngliche Antrag ist damit abgelehnt.